Neuen Interview. Ja, ganz einfach. Haben Sie sich umoperieren lassen? Mann ist Mann und Frau ist Frau, vergessen Sie das nicht. Oder? Menschenskinder. Ich finde das oberpeinlich. Ja, was Sie abziehen. Und das von meinen Steuergeldern, was soll der Scheiß? Ja? Hören Sie mal auf damit. Mann ist Mann und Frau ist Frau. Und wir sind gegen die Impfpflicht. Und wir haben heute einen Teilsieg errungen und wir werden weiterkämpfen. Egal, wie Sie mit Ihren Beinchen rumstolzieren. Wir beobachten Sie ganz genau. Schritt für Schritt. Und finden Sie nicht attraktiv. Ja, das ist dieser umoperierte Typ, ne? Ich weiß, von den Grünen, ne? Ich weiß den Namen nicht mal mehr. Also. Ich weiß den Namen auch nicht, aber das ist ein Bundestagsabgeordneter, ne? Ist das nicht ein Bundestagsabgeordneter? Ja, ja, ja. Der hat sich zur Frau umoperieren lassen, ja? Der hat den übereinander, der hat seinen Döner noch. Ach, der hat den noch? Ja, ja, okay. Ist biologisch bleibt es ein Mann, fertig. Ja, es ist ein Mann. Mann ist Mann und Frau ist Frau, fertig. Da hat die Beatrix von Storch auch recht gehabt. Genau, es fühlt sich als Frau. Ja, es fühlt sich als Frau. Liebe Grüße vom Reichstag, ihr Lieben, noch immer. Am 7. April 2022.